Herzlich willkommen zu Spirit. Diese Frau hat sich aus einem sinnlichen Topmodel in ein spirituelles Topmodel verwandelt. Mit diesen Worten warnt die Chefin ihren Geheimagenten im Film Mary's Land. Er soll herausfinden, was hinter der 180-Grad-Wende von Amada Rosa Perez aus Kolumbien steckt. Wurde sie einer Gehirnwäsche unterzogen oder stand sie unter Drogen? Oder hatte vielleicht die Gottesmutter Maria diese bildhübsche, aber zutiefst unglückliche Frau an die Hand genommen und zur wahren inneren Freude geführt? Im Film Mary's Land führt der Advokat des Teufels ein Interview mit dem ehemaligen Topmodel über ihre Bekehrung. Ich freue mich, dass auch mir nun diese Gelegenheit vergönnt ist. Ich darf Amada Rosa Perez im Studio von Kirche in Not in München begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Perez. Vielen Dank für die Einladung. Sie haben sich von einem sinnlichen Topmodel in ein spirituelles Topmodel verwandelt. Was sind nun heute Ihre Ziele? Bueno. Also. Ein spirituelles Topmodel zu sein, ist eine große Verantwortung für mich. Trotz allem bin ich immer noch ein einfacher Mensch. Normal und gewöhnlich, so wie Sie, so wie alle Fernsehzuschauer. Wodurch unterscheide ich mich? Wie alle, die wir die Liebe Gottes gefunden haben und die von der Hand der seligsten Jungfrau Maria gerettet wurden, bin auch ich eine Person, die jeden Tag für ihre eigene Bekehrung kämpft. Jemand, der zur Kirche geht, die Sakramente empfängt und sich anstrengt, ein besserer Mensch und eine bessere Tochter Gottes zu sein. Se esfuerza por ser una mejor persona y una mejor hija para Dios. Als Model waren Sie ausgesprochen erfolgreich. Sie haben 4 Contests gewonnen. Was hat Sie an dieser schillernden Welt so fasziniert? En esos momentos, in jenen Momenten war ich sehr jung und die Welt bombardierte mich mit Berühmtheit, Geld, Schönheit und Geschenken. Ich bekam vieles sehr leicht und fiel so schnell auf diese Dinge herein. Ich ließ mich davon tragen und dachte, es würde mich glücklich machen und dass es mir so immer gut gehen würde. Ich konnte mir viele luxuriöse Dinge kaufen, die mir gefielen. Das hat mich also ganz allgemein auf diese Welt aufmerksam gemacht. Sie waren erfolgreich, wohlhabend und hatten viele Freunde. Sie hätten eigentlich allen Grund gehabt, glücklich zu sein. Warum waren Sie nicht glücklich? Sí. Diese Frage habe ich mir nach vielen Erlebnissen in der Welt selbst auch gestellt. Ich dachte, ich würde alles haben, glücklich sein und, um nochmal auf die vorherige Frage zurückzukommen, ich dachte, dass ich mich um nichts sorgen müsste, dass ich erfüllt, entspannt und sicher sein würde, ohne die Zukunft fürchten zu müssen. Aber obwohl ich alles hatte, fühlte ich tief im Herzen, dass mir etwas fehlte. Ich fühlte mich leer, obwohl ich von all den Dingen umgeben war, die viele Jugendliche oder viele Leute gern besitzen würden. Ich habe viele Dinge erreicht, bin viel gereist und habe viele Menschen kennengelernt, wie Sie schon sagten. Doch da war etwas in meinem Herzen eingepflanzt, was mich dazu brachte, mich selbst zu fragen, was passiert mit mir? Warum bin ich nicht glücklich? Warum finde ich nicht diese Zufriedenheit und Fülle? Obwohl ich eigentlich alles habe, habe ich doch nichts. Als Sie schwanger wurden, durchlebten Sie eine dunkle, schwierige Zeit. Inwiefern war diese Zeit schwierig für Sie? Muy duros. Die Momente, die ich in jener Situation durchlebte, waren sehr schwierig für mich, weil ich voll und ganz alleine war.
Ich habe mich sehr einsam gefühlt. Wenn eine Frau schwanger ist, ist sie unglaublich verletzlich. Sie braucht Begleitung, Unterstützung, Liebe und ich hatte nichts von alledem. Außerdem war ich sehr jung und hatte meinen Eltern nichts davon erzählt. Das war eine extrem schwierige Situation, weil ich ihr ältestes Kind und ihre einzige Tochter bin. Ich habe zwei jüngere Brüder und zu Hause wurden mir immer moralische Prinzipien und Werte eingetrichtert. Wäre ich also mit so einer Neuigkeit rausgerückt, wäre es einem Skandal gleichgekommen. Also habe ich eine Entscheidung getroffen, ohne meine Eltern um Rat zu fragen. Ich war von Angst und Panik erfüllt. Und die einzigen Personen, denen ich von dem erzählte, was mit mir los war, waren einige Freundinnen. Leider waren diese Freundinnen die Falschen. Sie haben mir nicht die besten Ratschläge gegeben, obwohl ich dachte, es wären die besten Ratschläge gewesen. Doch leider waren sie das nicht. Und einer dieser Ratschläge lautete: Denk an deine Zukunft. Zuerst kommen deine Träume, deine Ziele, deine Karriere, dein Körper. Denn als Model muss man immer eine super schlanke Figur haben. Jetzt bin ich viel zu dick, um Model zu sein. Und natürlich haben mich diese Empfehlungen mit noch mehr Angst erfüllt, als sie mir sagten, das Beste wäre, du treibst ab. Und alleine, ohne Unterstützung, ohne Liebe, entschied ich mich für die Abtreibung. Als Topmodel haben Sie mehrmals abgetrieben. Welche Auswirkungen hatten die Abtreibungen auf Sie persönlich? Es hat viele Konsequenzen für mein persönliches Leben mit sich gebracht. Sowohl psychologische und emotionale als auch spirituelle. Die psychologischen Konsequenzen waren Traurigkeit und viele Depressionen. Ich fühlte meine eigene Schuld, meinem Kind das Leben genommen zu haben. Ich versuchte, die Episode zu verleugnen und zu verstecken, aber das war unmöglich. Man kann nicht seinen eigenen Sohn begraben und sich nicht dessen bewusst sein, was man getan hat. Ich habe viel geweint und war sehr launisch und frustriert. Immer wenn ich ein Baby oder ein Kind gesehen habe, stellte ich mir vor, wie alt wäre mein Baby jetzt, wenn ich es am Leben gelassen hätte. Ich hatte viele Albträume, in denen ich Babys weinen hörte und quälte mich die ganze Zeit über. Zu den spirituellen Konsequenzen: erst lange nach der Abtreibung fand ich Gott und erlangte das volle Wissen, was passiert, wenn man abtreibt. Denn offensichtlich töte ich meine eigene Natur als Frau. Diese wertvolle Gabe, an der Schöpfung Gottes teilzuhaben und Leben schenken zu können. Ich zerstöre mich selbst. Ich lebe zwar, aber im Inneren bin ich tot. Meine Existenz hat keinen Sinn. Am liebsten würde ich sterben. Ich wollte mir das Leben nehmen. So beginnen die Suizidgedanken, weil das Leben keinen Sinn mehr hat. Ich verliere meine Natur als Frau, deren Höhepunkt es ist, Mutter zu sein. Und das sind die spirituellen Konsequenzen, wenn ich das Leben dieses menschlichen Daseins beende, das sich in meinem eigenen Leib befindet. Ich schließe einen starken Pakt mit dem Teufel. Sie haben
Sie haben sich dann auch der Esoterik zugewandt. Dort wurden Sie aber auch nicht glücklich. Wie kamen Sie aus der Esoterik wieder heraus? Bueno, no fue después del último aborto. Yo creo que eso comenzó a raíz del. Das geschah nicht erst nach der letzten Abtreibung. Ich glaube, es begann schon aufgrund der ersten oder sogar vorher. Ich habe mich nicht absichtlich selbst auf die Suche danach gemacht. Alle meine Freunde waren in New Age verwickelt, in die Esoterik, in das Kartenlesen und so weiter. Ich ließ mir die Chakren heilen, was aber meiner Wirbelsäule sehr schadete. Bis heute habe ich ernste Probleme mit meiner Wirbelsäule und ich lebe mit täglichen Schmerzen. I Ching, Feng Shui, Bäder. Ich war sehr abergläubisch, eine Sache, die total esoterisch ist. An Silvester habe ich mir Bäder gemacht. Ich habe an viele Dinge geglaubt, die gegen den christlichen Glauben stehen. Ich habe mich bepackt wie ein Maulesel und meinen ganzen Glauben in eine Sache gesteckt, die kein Leben und keine Macht hat. Und genau davon lebt der Dämon, davon einen Glauben zu machen, diese Dinge würden funktionieren. Und wie ich da herausgekommen bin? Ich glaube, das waren die Gebete meiner Vorfahren oder die vielen Gebete und Fürbitten, die die Lebensrechtsbewegung für alle Frauen hält, die abgetrieben haben. Oder es war wegen der Gebete aus dem Herzen meiner Mutter, denn sie war weder mit meinem Lebensweg noch mit dem Umfeld, in dem ich mich bewegte, einverstanden. Es war wirklich eine Intervention der Gnade Gottes, dass ich einfach so begann, den Rosenkranz zu beten, weil nichts, was ich davor versuchte, tatsächlich funktionierte. Es wurde eher schlimmer. Jedes Mal, wenn ich weiterzukommen glaubte, jedes Mal, wenn ich glaubte, ich steige höher im Ansehen der Welt, in meiner Berühmtheit, in meinem Erfolg, im Geld. Jedes Mal, wenn ich höher stieg, wurde ich leerer. Und so fing ich an, den Rosenkranz zu beten. Was hätte ich dadurch verlieren können? Ich wollte mal sehen. Sie tragen häufig den Rosenkranz, auch wenn Sie ihn nicht gerade beten, auch heute.